Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Ja, in der letzten Folge hatten wir schon mal so begonnen, ein bisschen zu skizzieren, wie wir unsere Base ein bisschen ausbauen können. Und da hinten, dann war also, sieht man also schon, so ein bisschen das Gerüst, da oben habe ich das verlängert, also das wird sozusagen die Decke. Ich habe hier nochmal ein kleines Geschütz hingebaut, so eine, und bestückt, damit dieses Ende auch sozusagen abgedeckt ist mit gegen Meteoriten, gegen Meteore. Und das müssen wir natürlich dann an der Ecke hier oben auch noch machen. Und hier unten habe ich schon mal ein paar große Scheiben, also die größten Scheiben, die wir kriegen können, sind 3x3. Und die habe ich da schon mal hingepackt, um zu sehen, wie das Ganze so ein bisschen wirken kann. Und wir kriegen wahrscheinlich an irgendeiner Stelle, nicht überall, aber am hinteren Ende, wo wir also auch nicht mit irgendwelchen Fluggerät hinfliegen müssen, kriegen wir, denke ich, auch noch eine Zwischendecke rein, ne? Wo wir dann oben irgendwie so, nicht über alles, aber ein Teil, wo wir vielleicht dann auch über eine Glasfassade dann diesen ganzen Bereich hier unten, den Hangar und so weiter, überblicken können. Und den statten wir uns ein bisschen als Büro und Wohnraum aus. Hier vorne würde ich dann nochmal, jetzt ist leider schlechtes Wetter und dunkel, deswegen sieht man nicht viel, aber hier vorne würde ich nochmal ein bisschen natürlich raus, weiter rausbauen. Also wir haben ja hier dann und den Bereich hier auch, also über diese Ecke hier, den ganzen Bereich hier, also auf der Seite noch deutlich weiter und auf der Seite noch ein ganzes Stück raus, würde ich dann den Hangarbereich machen. Und den würde ich dann mit Toren, also mit ein oder zwei großen Hangartoren auf der Seite und auf der Seite öffnen, damit wir hier auch rein und rausfliegen können mit Minern, Schiffen und so weiter. Ja, müssen wir mal sehen. Und hier habe ich schon und das ist jetzt genau. Und dann haben wir das letzte Mal auch so einen kleinen Schweißroboter gebaut. Der hängt da oben im Moment zum Aufladen. Ich habe dann hier noch mal einen kleinen. Ja, also da haben wir hier hinten diesen Verbinder schon dran gebaut, mit dem wir uns hier andocken können, um dann Stahlplatten zu bunkern oder das, was wir halt brauchen, um zu schweißen. Hier brauchen wir hauptsächlich wir können den ja jetzt mal testen. Meine Idee war auch, dass ich den jetzt mit Stahlplatten mal fülle und diesen Schweißer. Wir sehen, da vorne haben wir also einen Schweißer dran. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hatte in früheren Versionen, hatte ich da immer zwei Schweißer irgendwie dran, aber ich habe festgestellt oder mir überlegt jetzt, das ist noch nicht getestet, ein bisschen überlegt, dass das mit zweien immer so ein bisschen schwierig ist. Ich check nochmal, weil man dann immer so den richtigen Winkel auch haben muss, dass beide den gleichen Abstand zum Schweißmaterial haben, sage ich mal, ne? Und es war immer ein bisschen kitzlig, das alles so hinzu. Batterieschweißer, ja, die sind in einer Minute aufgeladen. Aber gut, ich denke, wir, ja gut, 927, ich glaube, wir definieren das als okay. Sagen Triebwerke an, Batterien auf Auto und mit der 5 entriegeln und wir docken nach vorne ab. Jo. Und wir gehen raus und dann drehen wir uns doch gleich um, weil wir müssen ja nicht weit fliegen und gehen mal hier rüber. Und versuchen am Container hier anzudocken. Und eine Sache war auch noch, ich habe zwar nach unten vier Triebwerke, aber nicht nach vorne. Das heißt, wenn wir nach unten
schweißen wollen, jetzt zum Beispiel den Boden, dann müssen wir uns ja auf den Kopf stellen, so nach dem Motto nach unten gehen. Und dann müssen uns natürlich die vollbeladen auch die beiden, die vorderen halten können, in der Luft halten können. Und das ist noch eine Frage, wie wir das hinkriegen. Ja? Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen, und ich denke, wir sind noch nicht in Line. Nein, sind wir noch nicht. Jetzt schauen wir mal, wenn wir zurückgehen. Haben wir dieselbe Höhe? Nee, haben wir auch noch nicht. Ups. Schauen wir, jetzt fasst er eh schon, ja. Okay, so mit der 5 verbinden. Dann kann er nämlich hier auch fertig aufladen. So, er kann jetzt hier aufladen. Und jetzt ist mal die Frage, wir haben zwei Frachtcontainer da drinnen. Wenn wir jetzt da reinschauen, dann sehen wir, dass wir im Inventar beim Schiff, wir holen uns mal nur das Schiff, wir haben also das Cockpit und dann haben wir Frachtcontainer Schweißer 1, 2 und dann haben wir das Schweißgerät, das natürlich auch nochmal ein bisschen und den Verbinder. Und ich würde jetzt sagen, wir holen uns mal Stahlplatten. Wir holen uns mal Stahlplatten in den kleinen und die kleinen KLMN, JKLM, also ganz unten, interne, kleiner Frachtcontainer. Das ist nicht der richtige. Ah, das ist der Mittel-KLM, mittlere Frachtcontainer. M-Frachtschweißer, da haben wir es doch. M-Frachtschweißer, ah, da haben wir drei. Okay, wir haben drei. Jetzt packen wir die mal hier rein, dann ist der voll. Der hat 22 Dinger, ne? 22K. Also wir testen mal erst den mittleren mit Zweien. Wir testen mal mit Zweien. Wir sagen mal Triebwerke an, Batterien auf Auto und wir docken ab. Dann sehen wir eh sofort, ob er noch fliegt oder nicht. Ne? Ja, er tut's noch. Er tut's noch. Ja, aber man merkt schon, dass er etwas träger wird natürlich. Okay, dann sagen wir mal, wir schalten den Schweißer mal an und wir drehen mal. Wir gehen mal in die richtige Richtung, damit wir hier ein bisschen was sehen. Und schweißen mal, versuchen mal da drüben den Träger zu schweißen. Und jetzt sind wir nahe genug dran. Und wir gehen mal so ein bisschen hin. Okay, die Ding stimmt. Okay, das heißt, wir können noch nach unten gehen. Dann schweißt er den. Okay, also das funktioniert schon super. Jetzt haben wir aufgesetzt. Und jetzt hat er hier verriegelt mit dem neuen Auto verriegelt. Das heißt, das müssen wir jetzt wieder ausschalten und wieder hochgehen. Okay, und jetzt gehen wir mal hoch und versuchen mal zu schweißen hier. Können wir ein bisschen rangehen. Ja, also das funktioniert schon ziemlich gut, würde ich sagen. Und ich denke auch, dass das mit dem einzelnen Schweißer praktischer ist. Also wir könnten jetzt natürlich, wenn wir uns genau ausrichten, dann könnten wir jetzt natürlich zwei parallel schon schweißen, ne? Wir könnten, was natürlich dann die Geschwindigkeit erhöhen würde. Allerdings heißt es auch, wir müssten uns dann eben genau exakt ausrichten. Und wenn wir ja, ein bisschen schräg stehen, dann kollidiert immer einer der Schweißer mit dem Träger oder er ist nicht nahe genug dran, um zu schweißen und so weiter. Also ich habe das Gefühl gehabt, man muss dann mehr
Aufwand betreiben, um das Ding auszurichten. Und wir gehen da mal ein bisschen höher. Was natürlich dann auch wieder schwierig war, ne? Gut. Und es ist jetzt einfach mal gewisse. Und wir schauen mal kurz in unser Inventar. 405. Wir kriegen 1125 Stahlplatten rein. Wenn wir das jetzt so 25 teilen, dann kriegen wir 250 an 10, dann 40, 45. 45 Blöcke können wir schweißen mit einer Ladung, ne? Also 45 solcher Trägerblöcke können wir schweißen. Um mit einer Ladung, die wir da haben. So, und jetzt stehen wir an. Okay. Ja, aber das hat bisher ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir hier das Teil. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt würde ich nur mal kurz Folgendes machen. Jetzt würde ich mal ein bisschen runtergehen. Damit wir hier nicht total Schiffbruch erleiden, wenn was schief geht. Wir haben jetzt einen, naja, wir haben jetzt gut einen Container noch voll. Das heißt, wenn wir jetzt hier, mal schauen, wie hoch ich noch bin, und ein bisschen drehen, ein bisschen gerade richten. Wenn wir uns jetzt hier auf dem Kopf stehen, halten uns die Triebwerke dann noch? Das ist die Frage. Schaut so aus, ja. Es ist zwar jetzt nicht so, dass wir jetzt einen riesen Überschuss hätten. Das kann man auch nicht sagen. Ja, das sehen wir schon. Jetzt können die uns nicht mehr halten, ne? Okay. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder aufrichten, dann kommen die anderen Triebwerke wieder die unten, die drei, wieder ins Spiel. Die können uns dann schon noch halten, ne? Aber die zwei vorderen konnten uns jetzt nicht mehr halten. So leicht schräg geht es. Okay. Interessant. So, wir können jetzt hier mal versuchen, das zu schweißen. Jetzt schweißt er gleich die ganzen drei da in der Ecke. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen hochgehen und ein bisschen nach vorne. Ja, und jetzt können wir noch ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen runter. Haben wir jetzt schon aufgesetzt? Bin ich ganz sicher. Ja. Und wenn wir jetzt nach rechts gehen, ja, da setzt er eben jetzt auf. Da muss man eben jetzt aufpassen. Dass wir richtig gerade stehen, ne? Deswegen hatte ich da auch ursprünglich mal, da sehen wir jetzt, dass wir eben nicht gerade stehen, sondern ein bisschen geneigt sind und deswegen und auch so. Und deswegen hatte ich da auch so ein
schon mal so einen Schweißroboter gebaut, der ist die Frage, wie viel Platz haben wir da noch? Ja, da kommen wir nicht ganz hin, da müssen wir drehen. Das heißt, also die Positionierung ist nicht ganz easy hier. Der ist nicht ganz easy. Das heißt, es wäre einfacher, wenn wir, wenn wir da was hätten, was wir aufsetzen können, ne? Was wir tatsächlich aufsetzen können auf dem Boden. Und dann am Boden entlang sozusagen rollen in irgendwie. Das können auch Fahrwerke sein, die nicht wirklich verbinden, sondern die nur aufsetzen und dann über den Boden gleiten, in Anführungszeichen. Dass wir das so in der Richtung machen. Jetzt müssten wir uns mal drehen, dass wir hier reinkommen. Hoch nach vorne und jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir möglichst da hinkommen. Ah, jetzt sind wir noch zu hoch. Ja, das war jetzt ein bisschen zu niedrig. So, und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir uns sauber ausrichten, nach links gut die ersten beiden schweißen können. Schauen wir mal. Nee, das macht er noch nicht. Jetzt müsst ihr beide haben. Aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller, als wenn wir das alles per Hand schweißen würden. Ne? Das ist klar. Schon alleine deswegen, weil wir mit unserem kleinen Anzuginventar diese ganze Riesenmenge an Stahlplatten gar nicht mitnehmen könnten. Also wir haben hier und wir werden die drei, das wird nicht funktionieren. Also wir müssen die Triebwerke nochmal ein bisschen aufbohren. Wenn wir wirklich die drei mittleren Frachtcontainer hier vollpacken wollen mit Material. Und ich würde mal sagen, Stahlplatten sind so ein bisschen das Maß der Dinge, weil Stahlplatten, glaube ich, bezogen auf das Volumen, das größte Gewicht haben. Ne? So, und jetzt, glaube ich, sind wir leer, kann das sein? Wenn er dann immer weiter schweißt, sind wir leer. Ja, da sind wir jetzt leer. Okay, so, das heißt, ja, also wenn wir jetzt mal schauen, wir haben da oben geschweißt, wir haben das geschweißt, wir haben das Deck geschweißt. Also wir haben jetzt ungefähr 45, 90, also nach meiner Rechnung müssten wir jetzt ungefähr 90 Blöcke geschweißt haben. Ne? Ja, das ist schon nicht ohne. Das kann man lassen für den Anfang. Wir haben jetzt diese drei Frachtcontainer drinnen. Das heißt, wir müssten da das mal schauen, dass wir dieses Gewicht jetzt tatsächlich stemmen können, ne? Dass er das jetzt schafft. Das Gewicht. Schauen wir mal, ob er da dockt. Ja, er dockt. Fünf verbinden und aufladen. Das heißt für mich jetzt, wir müssten, wenn wir uns das ganze Gefährt mal anschauen, boah, schön verschweißt. Ja, wir haben drei. Ja, wir haben da hinterm Battery Pack einen, wir haben da einen, wir haben da einen. Wir haben drei Frachtcontainer tatsächlich, mittlere Frachtcontainer. Ne?
Wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen. Wir könnten und wir haben unten 1, 4 Triebwerke. Deswegen, ja, deswegen haben die 4 die 2 noch mitgemacht. Aber ich denke auch, wir kriegen da ein Problem, wenn wir wenn wir alle drei befüllt haben, alle drei, dann hätten uns die vier wahrscheinlich nicht mehr gelüftet. Das heißt, wir haben aber das Problem, dass wir nach vorne noch Power brauchen. Da können wir natürlich jetzt Folgendes machen. Wir könnten drüber noch einfach dort die Triebwerke draufsetzen. Das würde wahrscheinlich noch gehen. Wir testen das mal gerade. Atmos, diese flachen 1, 2 und wir holen es uns kurz mal hier runter und holen uns dann natürlich noch die Dinger und wenn wir jetzt hier drauf gehen und hier hin, genau da drauf wollte ich die beiden, ups, der Schweißer ist noch ein, shit. Den müssen wir natürlich ausschalten. Der hat uns jetzt erwischt. Mit der 2, den müssen wir natürlich ausschalten, sonst tötet uns der. Das wäre nicht nett. So, jetzt können wir hier mal schweißen. Und ich will nicht schon wieder so einen nutzlosen Tod sterben. So, ja, wir haben jetzt nicht allzu viel. Metallgitter. Kann das sein, dass wir keine Metallgitter mehr haben? Müssen wir mal ganz kurz schauen, aber ich das kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Doch, wir haben Metallgitter. Ja, wir müssen mal kurz hier ein bisschen wieder rausräumen. So, und jetzt nochmal. Dann wird es besser funktionieren, denke ich. Und was haben wir hier? Man braucht noch mal Metallgitter. Habe ich da wieder irgendwas nicht? Ich habe mein Inventar wahrscheinlich wieder nicht leer gemacht, möglicherweise. Also gut. Schmeiß es nochmal raus und schmeiß hier das nochmal raus und dann tun wir hier die Atmos nochmal rein. So und nochmal von vorne. Ich hätte es auch dippen können. Ich vergesse das immer. Ich kann die natürlich auch mit dem Schweißer dippen, um die Sachen zu holen oder in den Planer zu schieben. So, jetzt haben wir das. Das ist fertig. So. So, die müssen wir natürlich nochmal konfigurieren. Ich hole mir jetzt inzwischen mal schnell hier nochmal Wasserstoff und Energie. Okay. So, jetzt müsste der Ding leer sein. Ne, ist nicht ganz leer, ist klar, weil so, jetzt machen wir ihn leer und der ist auch leer. Okay. So.
Jetzt können wir natürlich die Triebwerke noch, und jetzt ist die Frage nach der Seite. Wir könnten hier auf die Batterien nochmal ein Triebwerk draufpacken, links und rechts. Dann hätten wir mehr Schub nach der Seite, falls nötig. Und ja, nach vorne weiß ich nicht. Also wir sagen hier mal Atmos-Schweißer. Da haben wir es. Und das holen wir uns jetzt mal kurz in die Zwischenablage. Und dann sagen wir hier, das sind die Fahrwerkschweißer, flache Atmosphärentriebwerke, da haben wir es. V, und das ist dann die 15 und die 16. So, und dann Atmos-Schweißer, wo haben wir es denn? Atmos-Schweißer. Und da brauchen wir natürlich die zwei noch dazu jetzt. Die stehen da unten, weil das noch nicht neu sortiert hat. Aber die können wir, denke ich, auch so dazu nehmen. Zack, zack. Und dann speichern. Und dann gehen wir raus. Und dann gehen wir nochmal rein. Und dann sagen wir hier nochmal Atmos-Schweißer. Und wenn wir jetzt die kriegen, dann müssen wir die 16 haben. Ja, nach rückwärts. Okay. Gut, die hätten wir also. Und die können wir jetzt auch nochmal ausschalten, damit die wirklich aussehen. So. Ja, also das funktioniert. Das funktioniert. Und wir könnten noch überlegen, dass wir den Schweißer auf ein. Da müsste man noch ein bisschen weiter nach vorne, weil jetzt haben wir natürlich hier das Triebwerk noch ganz nach vorne positioniert. Eine Überlegung war, dass man das irgendwie über einen Hinge, also über so einen Gelenk klappbar machen, nach vorne oder nach unten. Dann könnten wir nämlich sagen, wir schalten die Autoverbindung der Fahrwerke aus, damit die sich nicht verbinden, wenn die aufsitzen. Dann könnten wir uns auf den Boden setzen und könnten einfach mit dem Schweißer nach unten geklappt. Aber das ist jetzt wieder die Frage, wie hoch ist der dann, wenn ich ihn nach unten klappe. Ja, gut, dann müsste man das ausgleichen, indem wir hier sagen, wir bauen vielleicht einen kleinen Block noch dazwischen, dass wir ein bisschen höher kommen. Aber ich würde sagen, mit den Vieren jetzt sind wir eigentlich ganz gut dabei. Und was wir, tja, ja, also das würde, denke ich, schon funktionieren. Das würde schon funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt den Aufwand noch rechtfertigt, weil wir brauchen diesen Schweißer im Grunde genommen im Moment nur für die Base hier. In dem Moment, wo wir die Base ausgebaut haben, komplett, brauchen wir ihn ab und zu mal vielleicht, wenn wir irgendwas Größeres nochmal machen. Ne? Ansonsten, ja, ist jetzt noch die Frage, sollen wir da nochmal ein Triebwerk drunter packen hier, damit wir mehr Auftrieb haben? Können hier noch mal eins und hier noch mal eins, ohne dass wir das Profil stark verändern. Dann hätten wir mehr Atmos, dann hätten wir noch mehr Auftrieb. Dann hätten wir jetzt fünf, hätten wir sieben Triebwerke Auftrieb. Das heißt, wir könnten tatsächlich mit wie weit kommt denn das raus, wenn ich das da hinpacke?
So. Dann überlappt es hier zum Teil mit der Batterie. Ich schaue es mir bloß noch mal kurz an. Dann überlappt es hier zum Teil mit der Batterie. Ist es vor dem Fahrwerk? Es ragt auch nicht weiter raus als der Rest. Es ragt nach vorne ein bisschen weit, auch nicht weiter raus als das Triebwerk. Das wäre schon okay, denke ich. Das wäre schon okay. Und hier haben wir das. Jetzt bin ich wieder auf grün. Gottes Willen. Warum bin ich immer auf grün? Gerade eben war ich noch auf blau. Ich weiß nicht, warum. Es manchmal umschaltet irgendwie. Wahrscheinlich komme ich da irgendwie dran und schalte es dann um. Müssen wir gleich umfärben, weil das sieht nicht gut aus, wenn das hier am blauen Gerät dann plötzlich grün irgendwie ist. So. Alle Komponenten erfolgreich entnommen. Ja, okay. Nee, es ist eh blau. Und da ist es plötzlich grün. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum. Vier. Wir färben es kurz um. Okay. So. Und jetzt müssen wir natürlich die Triebwerke noch konfigurieren. Nochmal zwei Atmosphärentriebwerke dazu packen. Wir benennen es erstmal um. Das ist das da. Kopieren wir uns und dann haben wir hier die flachen. Da haben wir es. Das ist dann die 17 und du bist die 18. Nee. Käse. Flach. Flaches FG. Damals. Flaches. Und das ist die 18. So, jetzt gehen wir noch mehr raus. Jetzt gehen wir noch mehr rein. Und dann sagen wir hier: Hol dir mal bitte die Schweißer. Atmos-Schweißer. Und hier die Liste. Zu weit nach unten. Da haben wir es doch. Jo, die ist vollständig bis auf die beiden. Die nehmen wir noch dazu und sagen speichern. Und dann sagen wir aus, damit die alle aus sind. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, wir können nicht endlos mit den beiden Batterien. Ne? Wir haben zwei Batterien, die halten natürlich nicht endlos bei so vielen Triebwerken. Das müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Aber ich denke, wir können uns jetzt mal trauen, die Frachtcontainer komplett zu füllen. Das heißt, wir sagen hier mal, wir packen da mal Stahlplatten rein. Da müssen wir eh nachproduzieren. Da sieht man, wie schnell die da weggehen. Ne? Da haben wir noch 292, hier haben wir 10K. Ja. Also die gehen jetzt natürlich ziemlich schnell weg. Ne? Die Raffinerien arbeiten, das ist okay. So, mittlerer Frachtcontainer, da haben wir einen Schweißer. 1125 kriegen wir da rein. Okay. Ja, da sind mal schnell 3000, 3000 Stahlplatten sind da schon mal, oder 3500 sind es dann knapp. Die sind dann schnell mal verschweißt hier. Ne? Das muss man schon sehen. Zack. So. Und da haben wir eh noch die im Explorer haben wir die noch drinnen. Ne? Das war zu der Test. Da haben wir schon mal mit Stahlplatten getestet. Die können wir eigentlich rausnehmen. Nicht, dass man die da. Die würde ich jetzt gleich rausnehmen. Nicht, dass wir die da drin A vergessen und B mal losfliegen und dann plötzlich feststellen, wir sind zu schwer. Das ist der Explorer.
So, da haben wir nämlich dann nochmal knapp 10.000 jetzt hier. So, und dann können wir jetzt hier los und können nochmal schweißen. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Triebwerke an. Auf Aufladen, auf Auto. Wir docken nach mit der 5 ab und nach vorne weg. Und jetzt schauen wir, gehen wir mal raus und wir schauen mal, und er hält uns in der Luft. Er hält, die Triebwerke halten uns in der Luft und ja, er reagiert auch ganz okay erstmal. Das heißt, da haben wir noch mit den 7 Triebwerken haben wir bei diesen 3 Containern kein Problem. Das heißt, wir drehen uns mal und schweißen hier jetzt mal ein bisschen das Deck fertig. Und wir können auch oben dann mal schweißen, nur um zu sehen. Wir drehen mal ein kleines bisschen. Ups, das war zu weit, denke ich. So. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen und ein bisschen runter. Jetzt haben wir aufgesetzt. Okay, das war zu niedrig. Gehen wir ein bisschen zurück. Ein bisschen runter und ein kleines bisschen vor. So, nehmen wir jetzt den Schweißer einschalten. Ja, dann schweißt er schon, weil wir da einen kleinen Schaden verursacht haben. Okay, und wenn wir jetzt uns da an der Kante ausrichten, das ist das nächste, was wir natürlich noch machen müssen. Und jetzt gehen wir mal nach links. Und da schleift er, das ist nicht gut. Die Funken fliegen, das ist kein gutes Zeichen. Aber okay, er kommt schon ran an die Dinger. Und jetzt. Schweißen wir da und das funktioniert. Das funktioniert gut. Gut, das ist jetzt wie gesagt nicht das Schnellste. Mit dem zweiten Schweißer wären wir vielleicht ja, doppelt so schnell. Ich weiß es gar nicht, ob wir wirklich doppelt so schnell wären, weil wenn ich jetzt so seitwärts fahre, kann ja immer nur einer die neuen Blöcke schweißen. Ne? Gut, ich könnte jetzt über den schon mit rüberfahren und der zweite würde das dann im Nachgang fertig schweißen. Das ist jetzt die Frage. Ne? Jetzt gehen wir ein bisschen hoch und gehen ein bisschen nach vorne. Zu weit und runter. So, jetzt müsste er die 4 wieder haben hier. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir nach links. Nach rechts. Nach rechts. Ja, das ist jetzt ein kleines, das ist jetzt eine kleine Wiederfleißaufgabe, die wir natürlich da haben. Aber das lässt sich schon machen, dass wir da schweißen. Ne? Ich meine, das ist wie gesagt eine einmalige Aufgabe. Und wenn wir jetzt da ja, eine Stunde brauchen, um das ganze Ding hier zu verschweißen, es ist nur einmal zu machen. Ne? Also wie es ist. Ob wir jetzt noch eine Stunde oder zwei investieren, um das Ding jetzt auszubauen, zu vergrößern, zu optimieren und so weiter, ist jetzt die Frage, ob sich das wirklich noch rechnet von der Zeit her. Ne? Oder ob wir sagen, okay, wir nehmen das einfach so, wie es ist, in Kauf. Was mich ein bisschen mehr interessieren würde, ist, wir müssen dann ja auch nicht nur Stahlplatten verschweißen. Ich meine, hier ist es easy, wir verschweißen jetzt irgendwelche Stahlplatten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Fenster, dann haben wir ja Träger, Stahlplatten, sonstige Dinge, irgendwelche Glas, Geschichten. Und da müssen wir ja ausrechnen, wie viel brauchten wir. Ne? Und da ist jetzt die Frage, gibt es irgendein Tool, wo ich so ähnlich wie im Konstruktionsplaner sagen kann, okay, pack mir das jetzt hier in den Schweißer. Ja? Die nötige Menge, ich habe 5 Fenster. Oder muss ich da einfach manuell berechnen und muss sagen, ich berechne sozusagen.
das, was ich am Material für 10 Fenster brauche. Und das berechne ich dann und das packe ich mir dann in den Schweißer. Ne? So, jetzt kommt wieder die Sache, wie positionieren wir uns, damit wir möglichst 2 Blöcke kriegen. Und ich denke, wir müssen ein kleines bisschen nach vorne. Das war vielleicht ein Tick zu weit. Ja, wir sehen es gleich. Ah, macht die 2. Okay, das ist auch okay. Ja, und das ist jetzt im Grunde genommen ja die Arbeit, die wir haben. Und jetzt können wir dann noch ein bisschen gestalten. Mir gefällt natürlich, ich weiß nicht, da oben der senkrechte Eckpfeiler, den können wir natürlich noch ein bisschen ausarbeiten, ne? Dass man also sagt, wir machen den nicht einfach nur viereckig, quadratisch, sondern wir. Jetzt komme ich irgendwie in die Nähe von dem. Da müssen wir schauen, ob wir da jetzt. Wie nahe wir da hinschweißen können. Da müssen wir uns neu positionieren. Ne? Und das, wo wir nicht rankommen, müssen wir dann halt mit der Hand schweißen drunter. Da kommen wir jetzt mit Schweißer nicht ran. Genau, da müssen wir jetzt ein bisschen zurück. Da müssen wir da links vorbei. Und dann können wir hier sagen, wir gehen wieder nach vorne. Und schauen mal, in dem Moment, wo er wieder schweißt, wissen wir, wir sind nahe genug dran. So, die macht er, das Ding macht er nicht. Ja, aber das geht eigentlich ganz gut. Der Vorteil ist jetzt gar nicht mal so sehr, dass die Geschwindigkeit des Schweißens, das ist mit dem Handschweißer wahrscheinlich genauso schnell oder mit dem Dreier, wenn wir uns den irgendwo ergattern können, wäre das wahrscheinlich sogar schneller. Aber dass wir jetzt hier einfach die Stahlplatten bunkern können, das ist der große Unterschied. Ne? Ich gehe jetzt einfach da durch und schweiße das ganze Areal hier fertig. Und wenn ich das mit dem Handschweißer mache, dann muss ich da zigmal fliegen und holen und muss mir die Stahlplatten irgendwie holen. Ne? So, und jetzt haben wir wieder dieselbe Kiste. Jetzt müssen wir im Prinzip ein bisschen hochgehen. Der Winkel stimmt schon. Und schauen, dass wir hier ungefähr auf der Mittellinie sind und dann gehen wir runter und schauen mal, wann der Schweißer da wieder einsetzt und ob er beide nimmt oder nur den einen. Er nimmt beide. Okay. Okay. Und dann gehen wir wieder nach links. Und wir können immer im Prinzip so eine Zweierreihe schweißen und das ist schon okay. Also wir brauchen eine ganze Zeit. Das ist nicht die Frage, ne? Das würde jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das alles zu verschweißen. So, jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein mit unserem, da sehen wir schon, dass wir ein bisschen verdreht sind, mit dem Frachtcontainer hier. Wie nahe wir da, mal schauen, ob wir die letzte Ding noch schweißen können. Ja, die können wir noch. Okay, aber näher kommen wir nicht dran, den Rest müssen wir dann drunter per Hand machen. Und ich würde jetzt da mal kurz reinschauen ins Inventar. Wie viel haben wir denn noch? Naja, wir haben nur 500 Stahlplatten. Naja, also man sieht schon, wir kommen da schon voran. So ist es nicht. Jetzt würde ich hier ein kleines bisschen hochgehen.
sind wir natürlich auch deutlich leichter schon. Das heißt, er reagiert auch ziemlich gut. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Und wieder runter. Okay. Haben wir jetzt die Farbe wieder verändert? Ja. Parken nicht möglich. Ach so, ich kann hier die Farbe jetzt nicht umstellen. Scheibenkleister. Ach so, nee, wir haben die Farbe nicht verändert, sondern das ist einfach so. Die haben wir früher schon gemacht, okay? Und die haben wir natürlich mit Grau gemacht und die vorne haben wir mit Blau gemacht, okay? Ja, das heißt, wir müssen da dann nochmal, wir verschweißen jetzt dann die Farbgebung, müssen wir uns dann nochmal in aller Ruhe anschauen, ja. Ups, jetzt hat er aufgesetzt, das war nicht gut. Steiler wieder. Ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen verschoben, ja. Gehen einen Tick zurück und einen Tick runter. So. Praktisch ist natürlich, wenn wir so große Flächen durchschweißen kann. Weil wir dann die Position nicht so oft ändern müssen. Ne? Hier ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir die Position relativ oft ändern müssen. Und ich würde das hier vielleicht dann, ja, wir schweißen das noch fertig. Das heißt, wir gehen mal kurz hoch, wir gehen ein bisschen vorne und dann gehen wir wieder runter. Jetzt hat er eh aufgesetzt wieder. Okay. Und jetzt ist eh Ende im Schacht. Jetzt haben wir eh keine Stahlplatten mehr. Okay. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen nach oben. Wir drehen uns, ups, und docken dann wieder an am Container. Möglichst gerade. So, wo sind wir? Da sind wir. Wir müssen ein kleines bisschen runter, würde ich mal sagen. Wir müssen zurück. Ein bisschen auf die. Und wir checken mal. So, und da haben wir die Höhe. Und zack, das war ein bisschen hart angedockt. So, jetzt sind wir da. Gut. Triebwerke aus, Schweißer aus, Batterien auf Aufladen und wir sind verriegelt. Und dann steigen wir mal aus. Also ich denke, die Version des Schweißers hat sich schon bewährt. Also wenn man jetzt mal sieht, was wir hier alles auf die Schnelle verschweißt haben, dann ist es wahrscheinlich schneller verschweißt als wir es schneller verschweißt als die Blöcke gesetzt, ne? Wenn man jetzt mal sieht. Und jetzt haben wir hier natürlich, ich würde jetzt hier nochmal schauen, das tatsächlich noch weiter rausziehen. Vielleicht nochmal um dieselbe Länge. Also wir haben da 3, 6, 9, 12 Blöcke, vielleicht nochmal um 12 Blöcke raus und auf der anderen Seite genauso. Das würde tatsächlich jetzt die Blöcke, die müssen wir ja manuell setzen. Also ich habe jedenfalls noch keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie zu automatisieren. Vielleicht gibt es da mit dem Projektor auch eine Möglichkeit. Aber da würde ich auch nochmal ein ganzes Stück rausgehen, damit wir einfach hier eine große Fläche kriegen, wo wir dann unseren Hänger
einfach hinbauen können. Und da müssen wir uns neu überlegen, wo wir Verbinder setzen, damit wir die Schiffe andocken können, betanken können und so weiter. Wir werden dann nochmal hier das Teil hier ausbauen müssen für Eis. Da braucht man natürlich einen großen Container nochmal mit Eis. Hier kommen da 5, 6, da kommen mehr, 7. Ja, die sind irgendwo da hinten eingeschlagen. Okay. Gut, dass man hier Eis, weil wenn wir also dann mit Wasserstoff irgendwie laufen, dann brauchen wir irgendwas mit Eis. Da müssen wir hier mit Eis arbeiten können, damit wir genügend Wasserstoff haben für die Wasserstoff, um die Wasserstofftriebwerke versorgen zu können, ne? Und die Schiffe betanken mit Eis. Also das brauchen wir hier noch und dann brauchen wir hier, wie gesagt, einen großen Hangar, wo wir die Schiffe alle parken können. Und wir werden dann ja, sage ich mal, ein bisschen was Größeres. Ich würde nicht mehr diese ganz riesen Pötte bauen, die ich früher schon mal gebaut habe. Ne? Also mit so diesen Miner oder sowas können wir uns überlegen, ob wir sowas nochmal wollen oder ob wir die uns auch dann vielleicht nur mal kleiner machen. Mal schauen. Ich glaube, das ist effizienter, wenn wir die mit einem Jump Drive so klein machen, dass wir mit ein oder zwei Jump Drives im Asteroidengürtel uns gut bewegen können und da minen können. Ja, schauen wir mal. Also das werden wir sehen und da braucht man also Platz, um die hier dann A bauen zu können und B bestücken zu können, betanken zu können und so weiter. Und ja, dann sehen wir weiter. Ne? Aber bisher, ich meine, der Schweißer hat sich schon bewährt. Und jetzt würde ich oben nochmal unten das Deck fertig machen, in der Größe, in dem wir es brauchen. So zwischen den Maschinen müssen wir wohl oder übel dann eh manuell schweißen. Da komme ich mit dem Schweißer nicht rein, da ist er nicht klein genug. Aber das müssen wir halt dann per Hand schweißen, wenn nötig. Aber oben das Dach können wir größtenteils schweißen mit dem Schweißer oder vollständig mit dem Schweißer schweißen. Ich denke mal, das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Und ja, bei der Zwischendecke müssen wir schauen. Ich denke, da kommen wir auch, wenn wir es weit genug absetzen, dann kommen wir da auch weit genug. Dann kommen wir da auch schon rein, damit wir die Zwischendecke, wo wir unseren Büro- und Wohntrakt sozusagen vorsehen, dass wir das nochmal ja, da mit dem Schweißer erledigen können. Aber ich denke, so 2, 3 Folgen werden wir jetzt brauchen, um die Base tatsächlich auszubauen hier. Vielleicht mache ich auch ein bisschen was offscreen. Mal schauen. Ich habe mir eh überlegt, das war immer so meine eiserne Philosophie, war sozusagen alles onscreen zu machen, nichts irgendwie im Hintergrund zu erledigen, aber ja, ich schwank noch so ein bisschen. Vielleicht habt ihr da eine Meinung dazu, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob so Zusammenfassungen vielleicht Dinger wären. Und ich bin vielleicht so, im Moment spiele ich mit dem Gedanken, dass ich sage, ich mache die Videos weiter, wo wirklich alles auf Video ist, mache aber parallel eine Playlist, die im Prinzip so heißt wie die Original-Playlist hier, die Game-Playlist. Und da fasse ich halt dann 5 oder 10 Folgen immer zusammen, zu einer Folge von einer halben Stunde oder so. Sag also, ja, okay, wir haben das gebaut, wir haben das gebaut, wir haben das gemacht. Ich bin hier gestorben, das war das Problem und so weiter. Mache also da so eine Zusammenfassung, sodass man also sagen kann, ja, ich schaue mir die halbe Stunde an, habe dann eben den Inhalt von 10 Folgen mehr oder weniger sehe ich da, kann auch so ein bisschen sehen, wie wird was gemacht, wie war der Fortschritt und so weiter. Und wenn mich dann bestimmte Sachen im Detail interessieren, dann kann ich ja eben reingehen und kann sagen, okay, ab hier ist es in der Folge, was weiß ich, 35
oder das ist in der Folge 38 enthalten. Und dann gehe ich halt und hole mir aus der anderen Playlist die entsprechende Folge und schaue mir die dann vielleicht nochmal an, wenn es mich wirklich interessiert. Ja. Anstatt so diese Zusammenfassungen, nur die Zusammenfassungen zu haben. Ne? Und wenn Weiser dann sagt, ja, eigentlich hätte mich jetzt das im Detail nochmal interessiert, wie hat das funktioniert oder wie war das da unten mit dem Bohren in unserem Mining Rig und so weiter, dann kann ich mir das eben wirklich nochmal im Detail anschauen und bin nicht sozusagen auf einen groben Überblick in der Zusammenfassung angewiesen. Ne? Aber okay, gut, schauen wir mal. Aber by the way, wir schauen noch mal kurz rein, wie schaut es denn aus mit unseren Raffinerien? Arbeiten die noch? Ja, und die arbeiten noch am Kobalt. Die sind alle noch am Kobalt. Okay, da sehen wir also schon, dass das Kobalt ist wirklich ein harter Knochen. Das braucht wirklich, bis es verarbeitet ist. Und wir können hier mal die Frachtcontainer uns anschauen. Ja, wir haben mittlerweile wieder 11K Kobalt und wir haben immer noch 1300K Eisen. Also im Moment ist da kein Problem. Allerdings Silizium fehlt uns. Das müssen wir also irgendwann jetzt mal dazwischen schieben, dass wir, weil wir werden hier für Panzerglas brauchen wir natürlich jede Menge Silizium. Da haben wir jetzt hier die hier und ja, das war schon, ne? Doch, hier haben wir noch 7K Panzerglas, okay. Ja, und hier haben wir noch Munition, was mich daran erinnert, dass wir, wenn wir die Base dann fertig ausbauen, dass wir tatsächlich dann auch die Kanäle zu unseren kleinen Geschützen hier bauen, damit die immer automatisch versorgt werden mit Munition und einem kleinen Munitionscontainer, wo wir dann ein paar tausend Stück einfach mal reinkippen, damit wir uns da nicht immer drum kümmern müssen. Ne? Und die dann automatisch nachladen. Okay, soweit so gut. Dann würde ich sagen, jo, es geht voran. Es geht voran. Macht Spaß. Also ich freue mich, jetzt die Base hier wachsen zu sehen. Das wird schon. Und wenn mal das Dach drüber ist und der Hangar hier, und dann können wir hier nochmal Hangartore hinbauen und die Fenster und das Ganze geschlossen ist, ja, dann ja, sieht das ganz schnuckig aus, finde ich. Dann wird das eine schöne Sache. Und dann bauen wir uns einen Wasserstoff-Shuttle und ab in den Asteroidengürtel. Da freue ich mich auch schon drauf. Okay, dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Sprich, Daumen hoch. Wenn ihr neu seid und noch kein Abo habt, überlegt euch ein Abo. Und läutet vielleicht die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Im Moment lade ich ziemlich regelmäßig hoch. Ein Video pro Tag schaffe ich so im Moment. Ich habe die anderen Playlists alle ein bisschen im Moment gestoppt. Werde die aber wieder aufnehmen. Dann kann es sein, dass hier die Space Engineers auch wieder etwas seltener kommt. Also nicht mehr täglich, sondern vielleicht dann wieder ein, zwei, dreimal in der Woche. Mal schauen. Im Moment macht es mir einfach hier viel Spaß und dann bleibe ich gerne hier auch ein bisschen am Ball. Mal schauen. Okay, gut. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.